Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ruff. Der Krian ist natürlich auch mit am Start. Hallo Yogi. Hallo Krian. Baust du etwa gerade eine Kiste? Ich wollte unten eine weitere Holzkiste gerne haben. Ja. Aber du hast die ja halt dummerweise schräg gestellt. Ja, und ich habe dann auch versucht, ob ich das schrägstehende umdrehen kann. Also ob ich das oben auch schräg hängen kann. Ein Versuch wäre es noch zu sagen, ob man hinten in die Ecke so eine Säule macht und da vielleicht was schräg dran hängen kann. Aber ich befürchte, auch das wird nicht gehen. Gut möglich. Oh, es wird wieder hell. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit ein bisschen... Dummerweise kommen die Vögel doch noch in mein Gewächshaus. Die Schweine. Die Vögel. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal an, ein bisschen Essen zu grillen. Vor allen Dingen, was Kartoffeln angeht. Ich habe nämlich richtig viele Kartoffeln. Hast du so richtig viele Kartoffeln? Ja. Oh, ich sah, schöner Kartoffelauflauf. So. So. Also, die Mengen an Fisch und Kartoffeln, die wir haben, ey, bestes Leben, ganz ehrlich. Ist wahrscheinlich immer ein bisschen ungewürzt, was wir da essen, aber... Ich will nicht unbedingt Kartoffelsuppe machen, das ist Gemüsesuppe machen, das ist zu langweilig, aber wir haben jetzt so viel Zeugs. Ich mache jetzt ganz viel Essen. Wir kochen jetzt. It's time to cook. Kochen wir ein bisschen Crystal Meth oder bleiben wir bei den normalen Rezepten? Wie bitte? Kochen wir Crystal Meth oder bleiben wir denn bei den normalen Rezepten? Wir wechseln ab. Bisschen Alternative ist auch blöd, wenn man immer dasselbe zu sich nimmt. Ja. Ja gut, und ich sag mal so, wie gesagt, Tauschware, wenn wir anderes Überlebende treffen. So, jetzt haben wir ganz viel Zeugs. Die Kartoffeln hier Nummer 1 ist fertig. Ich brauche Holz. Oh, Ananas. Die snacken wir direkt einfach weg. Und schon haben wir Platz im Inventar. Nam 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 nam. Nam nam nam. Platz hier und dann schauen wir mal, was kochen wir denn als erstes? Was können wir denn mal machen? Wir haben ganz viele Früchte, also machen wir Früchtekompott. Das hört sich auch gut an. Was brauchen wir dafür? Dat, dat, dat und dat. So, ich komme dann auch mal zurück, dann können wir rüber fahren zur kleinen Insel und wieder ins Wasser springen. Ja, Moment, da ist unser Boot. Los geht's, koche. That's how it works. Thermomix. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Essen für alle. Kann ja nicht sein, dass wir hier dauernd nur dieses rohe Zeug zu uns nehmen. Der dauerhafte Konsum von nichts außer Mangos führt zu herben Dünches. Ja. Hi Kopf, wo tue ich diesen Hi Kopf hin? Du kannst du links neben zum Bio-Benzin tun. Ich habe mir erstmal in die Hi Kopf-Truhe getan. Oder ist da eine extra Truhe auch? Wir haben neben dem Benzin haben wir auch die Hi Köpfe drin, weil die hier das Ding quasi fast füllen. Vergessen, dass da auch eine Truhe war. Haben wir eigentlich alle Rezepte, die hier sind, auch da? Fischtopf, einfacher Fischtopf, Früchte, Kompott, Gemüse. Früchte, Gemüse, so nicht, hi. So Gemüse, nicht. Gemüse, Fischeintopf, ja, wir haben alles da. Haben wir alles da? Gott sei Dank. Ich glaube, es gibt bisher auch nur die 4 Rezepte, oder? Nee, es gibt noch ein Hai-Rezept. Aber das ist ultra selten. Die Hai-Happen. Die Hai-Happen-Huaha. Hai-Happen-Huaha. So, dann machen wir wieder mal ein bisschen Eiseneinschmelzung. Kriegen wir dann da links eigentlich noch eine zweite Tür hinter ins neue Lager? Ja, definitiv. Also, weil das... ich würde die komplette Wand hier rausmachen, tatsächlich. Komplette Wand? Komplette Wand. Also, ich bin ja radikal. Haben wir Material für so eine zweite große Truhe? Für so eine riesengroße? Ja. Ja, wir brauchen Holz, Seil. Es könnte Schrott könnte es hapern. Nicht Schrott, aber 20 Schrott. Schrott habe ich dabei, das ist kein Problem. Dann sollten wir alles haben. Scharniere fehlt noch eins. Wie mache ich ein Scharnier? Aus Eisen wahrscheinlich. Eisen. Ja, Eisen muss erstmal. Aber wir haben 9 habe ich mitgebracht und okay, 2, 5 brauche ich, um hier hinten die
Bodendichte richtig zu machen, so Dinge, ne? Das und das brauchen wir. Das heißt, das sollte alles machbar sein. Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Geht so. Das? Müsste so gehen. Nee, das geht nicht. Junge, das geht so nicht. So, dann haben wir hier mal ein bisschen Früchtekompott. Nom 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 nom. Nach diesen ganzen Mangos sehne ich mich nun noch ein wenig Früchtekompott. Ein Ei, ein Milch, zwei Fisch, kochen. Du hast die Truhe hier falsch rum hingestellt. Falsch ist relativ. Sie öffnet sich zu dir selbst. Ah ne, es sind 9 Kupfer, es sind gar nicht 9 Eisen, es waren nur 8 Eisen. Oh shit. Shitty McTitty. So, 2 noch und dann geht's uns da auch gut. Würde ich sagen, Leinen los. Müsste auch relativ work. Ja, relativ geradeaus gehen. Warum muss das denn gerade erstmal? So. Ab nach vorne! Volle Kraft voraus! Mopsgeschwindigkeit! Ich geh nochmal die Tiere scheren. Das schert mich nicht. So. Achso, hier drüben haben wir ja die Köpfe drin. Kommen da noch die Pufer. Man sieht doch gar nicht, wie die Truhe aufgeht. Die große. Nee, das nicht, aber du siehst, wo das Schloss vorne dran hängt und wo die Scharniere sind. Ja. Ja. Das ist ein Trickscharnier. Ach so. Du hast nur das Prinzip nicht verstanden. Ah ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah, da drüben ist die Insel. Wir müssen als nächstes auch mal Beete anbauen. Wir haben fast keine rote Beete mehr, aber hunderte von Kartoffeln. So, kurz mal Motor anschmeißen. Oh, bye. So. So. Hunderte weitere Kartoffeln. Mein Gott, das ist ja Müll. Bin ja auch am ordentlich sortieren gerade. Ich meinte eigentlich im Wasser. Ja, das sind die Meere, Krian. Das sind die Meere. So sieht's da aus. So, wir haben hier ganz viele Fischis. Fischi, 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 Fischi. Fische. Das ist auch ein großer Fisch, ein Hai. Nö. So. Verdammt, wir haben Holz. Was haben wir? Holz für unsere schöne, leckere Suppe. Was? Holz für unsere schöne, leckere Suppe? Krian, kochst du Holzsuppe? Ja, ich koche Holzsuppe. Okay. Dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, du kochst irgendwas, was nicht schmeckt nachher. So, weiterer Fischeintopf. Was können wir noch machen? Würdest du den Anker werfen? Fischeintopf. Wie bitte? Du müsstest mal den Anker werfen. Ich bin doch gerade in der Kajüte. Nee, nicht in der Kajüte. In der. Ich habe mir erstmal gelichtet, oder? Nee, das glaube ich nicht. Ich war doch gerade in der Kombüse. Was ist los mit dir, Junge? Ja, komme ich jetzt auch hin. So, machen wir eins von dir, eins von dir, eins von dir und eins von dir hin. Und dann kochen wir. Ja, parallel wird noch Kartoffel gebraten. Ich bin hier nur am Rotieren in der Küche. So muss das sein, Krian. Das ist ja schlimmer als auf dem Geburtstag, wenn ich Geburtstag feiere. Da stehe ich auch immer 2 Tage lang in der Küche. Ja, nur weil du so bis auf ein bisschen den Ausweg nicht mehr findest. Aber das ist ja jetzt ein anderer Grund. Nee, vorher. Nicht am Geburtstag selbst. Ach so. Ja, dann. Oh, das ist ein Speedbalken. Gibt es hier auch irgendwas oder ist das nur so? Die Frage ist, wo habe ich jetzt die Schere hingeschmissen beim letzten Ausräumen da? Hm. Gehen wir in der Zwischenzeit mal die Tiere ein bisschen pflegen.
Pflegen. So. Schrott. Tupfe. Wie sehen euer. Oh, ihr habt kein Wasser mehr. Oh, das geht nicht. Meine, wenn die Tiere schon mal intelligent genug sind zu fressen und zu trinken, dann müssen wir das auch unterstützen, Kriya. Dafür haben wir die automatische Wasserauffüllung da unten. Das ist ganz praktisch. Das ist echt praktisch. Das macht das Leben doch So, wesentlich was sagt die entspannter. Batterie? Die Batterie könnten wir mal in der Zwischenzeit aufladen lassen. Also leider funktioniert unsere Solarenergie nicht. Ja, da haben wir irgendwas falsch verkabelt, ich sag's dir. Also ich meine, Solarzellen, es ist ja jetzt nicht so, dass man die einfach mal schnell selber bastelt. Und das haben wir ja gerade gemacht im Prinzip. Also du vor Naja, einigen schnell habe Folgen. ich es nicht gemacht. Hast nicht schnell. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber trotzdem, also ich glaube, da musst du nochmal ein YouTube-Tutorial gucken. Was ist das? Boah, ein Früchtekompott-Rezept kreieren. Ja, lass da. Das lasse ich mal liegen. Ich habe nämlich keinen Platz im Inventar. Das Glas lasse ich auch liegen. Das ist eine ganz glasklare Entscheidung. Didim. So. Was liegt denn da nicht noch so alles rum? Luft. Wir haben halt ein bisschen blöd geparkt. Wir stehen exakt da, wo ich ernte. Du hast geparkt. Nee, wir waren das. Ich treffe alleine nur gute Entscheidungen. Ich sag's dir. Ja, sicher doch. So ist das. Nicht Sicher doch. anders da. So, noch mehr Früchtekompott. Da können wir noch ein paar Ladungen machen, gefühlt. Nein, Hai, jetzt nicht reinbeißen. So, jetzt wenn der Hai mich anfängt, würde ich sagen, geh mal wieder, ne? Hab 7 Eisen organized. Nice. Können wir weiterfahren. Schön, schön. Machen wir ja Fortschritte, was das angeht. Ja, absolut, absolut. Wir haben So, was jetzt macht auch. eigentlich oben unsere Rüben? Wie sieht's mit den Rüben aus? Mit den Rüben, die sind drüben. Wir haben jetzt vor allem auch ganz entspannt keine Nägel mehr. Mist. Ganz entspannt. Wieder alles abgesichert. Der Hai kann nicht mehr reinbeißen. Soll heißen, uns geht's gut. So, wir machen jetzt mal ein bisschen Rüben. Bei Kartoffeln habe ich jetzt 2, 4, 6, 7 Da geht mehr, sagst du? über 160 im Inventar. Ja gut, das ist eine Menge, die kann man akzeptieren. Muss man nicht, aber kann man. Dann lassen wir es mal erstmal nur mit Rüben arbeiten. Kartoffeln werden gebraten da unten. So, was brauchen wir denn noch für unsere Riesenkiste? Die Riesenkiste ist natürlich bei den anderen Kisten, das macht nur Sinn. Ja, ist aber ein extra Slot unten. Brauchen noch ein paar Ropes. Oh, ob wir die irgendwie jetzt entbehren können, weiß ich ja nicht. Zu spät. Ich habe es mir jetzt einfach. Ich habe es jetzt einfach. Ich habe die Palmblätter genommen und habe einfach mal ein paar Ropes hergestellt. Ja? So ein paar Krass. Seile. Also ich weiß, es war vielleicht jetzt ein bisschen ja, Vorlaut, um das mit dir abzusprechen. Ich meine, wir arbeiten ja auch als Team hier. Das merkt man nicht immer, aber eigentlich tun wir es. Aber ja. Ich musste die Entscheidung jetzt einfach treffen. Das, ich weiß, also das, ja, ne? Soll ich den Anker eigentlich wieder hochziehen? Ja, wir können weiterfahren. So. So schön, wie leer das Inventar ist auf einmal, nachdem man so eine Kiste gebaut hat. So, weitere gebratene Kartoffeln. Ich habe gerade gedacht, ich wäre ein bisschen kernbehindert, um hier die Truhe zu platzieren, aber es lag daran, dass das Boot sich im Kreis gedreht hat. Machen wir noch mal so ein Früchtekompott. 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 Dann war's das erstmal mit Früchtekompott.
Hihi, Plastik fliegt. Mit da eine Früchtekiste. So. Und dann können wir jetzt natürlich auch sagen, hey, wir wollen da eine gewisse Farbe haben. Ha, die kleine mickrige Holztruhe hier in der Ecke. Blätter ist ja eigentlich ganz klar grün. Also das kann man ja, ich meine, die sind grün. Für grün brauchen wir welche zwei Farben kehren? Ha, ha, ha. Grün und grün. Ja, das ist korrekt. So macht man grün. Das, ja. Du kannst die nächsten Eisen einschmelzen. Ich kann die nächsten Eisen einschmelzen? Ja. Nice. Warum ist da eine Blume? Plastik, da müssen wir so ein hässliches Hellgelb machen. Da brauchen wir noch Weiß für. Und wir könnten auch hier, das fände ich noch besser. Haben wir Rot und Weiß? Bestimmt haben wir Rot und Weiß. Rot und Weiß. Ja, wir nehmen einfach alle Farben mit. Bauen wir hier ein Farbleitsystem. Ein Farbleitsystem? Ja. Das macht das Ganze hier hinten natürlich auch so ein bisschen trippy, aber hey. Ist das teuer? Das Farbleitsystem, nee, das hält sich in Grenzen. Nee, ich meine was anderes. Sonst kann ich wieder nützliche Dinge machen. Federn kostet das perfekt, dann mache ich. Ah, Federn, also da haben wir zwei, drei Stück da. Das ist jetzt nicht so. Dann nehme ich aber das mach, sofort. Machst du nicht alle leer, Krian? Also da. Brauche auch Blätter und ich brauche Seile. Also dann Blätter und Seile ist natürlich wieder beides. Malern wir das erstmal durch hier. Ich pack derweil mal aus, weil irgendwie hängen wir hier am Stein fest. Einfach nur Sachen verschwinden, von denen wir Millionen haben, kann ich. Nee, das ist, ich finde das. Es tut mir schon ein bisschen weh, dass das so viel ist, ne? Das muss man ganz klar mal aufpassen. Jetzt ist mein Inventar so voll. Das ist okay. So. Geht der Müllstrom auch in die Richtung? Ne, irgendwie nicht. Du kannst, glaube ich, das nächste Eisen wieder fertig machen. Sehr gut. Sehr gut. Da vorne ist Müll, da gehen wir jetzt hin. So, weiterer Früchtekompott. Was mache ich denn als nächstes? Gemüsesuppe wird jetzt gemacht. Oh, das ist ja jetzt Früchtekompott, Gemüsesuppe. Wäre gesund hier. Wir machen auch eine richtig gute Gemüsesuppe, nämlich nur aus Kartoffeln. Also quasi Kartoffelsuppe. Ja, aber Gemüsesuppe klingt besser. Also du kannst ja mal eine Möhre oder so am Topf rein. Das stellen wir her, das stellen wir her, das stellen wir her, das. Habe ich keinen, ich habe kein Holz einstellen. Das sowieso, weil das ist abstrakt. Oh mein. Mir fehlt Holz. Was, Kriya? Das. Wir haben nur ein kleines Problem. Was denn? Wir dürfen die Wand dummerweise nicht einreißen, die du einreißen wolltest. Warum? Weil sonst mein schöner Plan zerstört wird. Was ist denn dein schöner Plan? Ich will einen Preis gewinnen. Okay. Das schönste Raft der Geschichte. Guck, hier ist nämlich dann die Ahnengalerie aufgebaut. Opa! Wobei die da hinten die ganze kaputt machen. Ja, die hier vorne, die wollte ich eh nicht. Also da, ja, mach dir mal keine Sorgen. Leute, guck nämlich hier, ist nämlich wunderschön. Mhm. Ja, ja. Würde ich sagen. Wunderschön ist das, was da passiert. Total sinnvoll. Das ist unser kleines Museum hier. Okay. Schau dir das doch mal an. Ist das nicht toll? Mhm. Ja, 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 ja. Du hast gar nicht hingeguckt. Achso, ja.
Oh, die Ist das kulturelle nicht schön Bildung. hier? Das, also das finde ich, also das macht mir also, ne? Und da auch so schön passend dazwischen Überlebenstage, ganz trocken. Das, Ja, ja, da sieht das man ist die einfach, was der Überschrift. Künstler aussagen wollte. Ja? Das ist die Überschrift unseres Museums Überlebenstage. So heißt die Ausstellung. Also wir sind damals auf die Reise losgegangen, schön ordentlich angezogen, im Business-Outfit natürlich. Wir hatten unsere rote Krawatte. Manche sagen auch, wir wären Hitman gewesen. War aber nicht der Fall. War nicht der Fall. Dann wurde der Abend etwas länger und farbenfroh. Es könnte an diversen Substanzen gelegen haben. Auf jeden Fall, auf einmal lagen wir uns gegenseitig in den Armen und haben ein bisschen im Regen getanzt mit einem Regenschirm. Na, wer kennt den Film? Aber dann wurde es Zeit nachzudenken. Nach drei Da warst du Tagen, zu betrunken, um mich zu fotografieren. da haben wir schon den 3-Tage-Bug gehabt. Aber so ist das in der großen Stadt einfach. Manchmal muss man dann raus und im Grünen sitzen und ein bisschen nachdenken. Und ein Baum gibt einem dann die nötige Ruhe, um das zu tun. Ja, und nicht zu vergessen, das werden wir am Ende sein, gesichtslose Monster. Wenn wir nicht uns ab und zu mal wieder in die Natur setzen, den Baum beobachten, sondern hier nur Stadt und Party machen die ganze Zeit, ja. Aber wie unser Leben weitergeht und ob das Museum eine sehr große Zukunft hat, seht ihr erst beim nächsten Mal. Wenn wir vielleicht andere Survivor finden, die dann mit uns Crystal Meth tauschen und unser Museum anschließend betrachten möchten. Haut rein, bleibt gesund und bye bye. Auf Wiedersehen. Thank you.